So, moin Leute, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal unterwegs mit dem Stefan und mit dem Taco. Und zwar befinden wir uns auf der Ostertour und ich bin gespannt, was wir alles erleben werden. 4 Tage lang einfach nur stinkende Eier. Ist das die Otzmoor? Das ist die Otzmoor. So Leute, direkt erstmal wieder 40 Minuten gefahren ungefähr und ja, jetzt befinden wir uns an einem alten Bauernhof, irgendwo ein Gehöft. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon so ein paar Güllewagen irgendwie und so kleine Anhänger. Ja, und hier irgendwie Wohnhaus und Scheunen und keine Ahnung. Ich bin gespannt, was wir drin entdecken werden. So, Taco hat es gerade schon gesagt, gerade die Polizei hier vorbeigefahren, nachdem wir hier am Eingang am Gucken waren. Bisher haben wir noch keinen gefunden. Jetzt warten wir erstmal ein paar Minuten ab, ob die jetzt drehen und gleich wieder hier stehen. Kommen sie direkt in der Ecke. Okay. Hätte ich auch gedacht. Vielleicht das nächste Auto, was kommt, das sind sie hier wieder. Ja. Ja, ich bin gerade vorne an der Straße am Haus lang gelaufen, guck so ins Fenster rein, drehe mich um und fährt die Polizei an mir vorbei. Ja, schön. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Abwarten. Wurde gesehen vorne? Ja. Nee, ich wollte. Links ist halt so ein Zaun, der ist eingebrochen. Ich wette, man muss von links rumgehen. Trotzdem würde ich jetzt noch 5 Minuten warten. Ja, safe. Ja, so Leute, das Blatt hat sich gerade gewendet. Einer, der hier die Hüter noch hält, macht uns gerade ein Türchen offen. Ja, und jetzt dürfen wir doch mal einen Blick reinwerfen, ganz offiziell. Hier drin wird nicht gefilmt. Ah, okay. Taco, da fühlst du dich zu Hause, wa? Das Spinnweben hier, wow. Sieht schon gut aus, ne? Ja. Ja, wie gesagt, hier ist dann die Küche. Ja. Mhm. Dann kommt der Flur, Wohnzimmer und sein Fernsehzimmer, das geht noch. Mhm. Ne? Wenn der gute Mann jetzt auch schon 70, 80 Jahre alt war, das alles hier fliegen so viel, ne? Das ist ja auch schwierig, ne? Ja. Also, das würde ich sicherlich auch nicht mehr schaffen. Mhm. Alter, also. Naja, das Einzige, was er gemacht hat, war Drainage legen auf seinem Acker. Das war für ihn wichtig und das andere hier war scheißegal. Hey, hier ist auch wieder mal. Jeder hat seine Prioritäten. Ja, ja. Wo kommt ihr weg? Aus Gummersbach? Gummersbach? Ja, genau. Mhm. Ganz nett. Ja, wie gesagt, da könnte auch mein Weg auf den Boden gehen. Aber nee, ist das Haus wäre jetzt so interessant gewesen, aber es würde schon mal schön reingucken darf. Ja. Ja. Ja, deswegen, es gibt da auch viele schwarze Schafe in unserem Bereich, ne? Ja, das sind dann halt die Typen, die da sind jetzt einmal abgeguckt, da ist alles zu, ne? Ja, aber ja, ich gehe da auch mal rundherum gucken, weil es vielleicht eine Tür offen ist, vielleicht irgendwo ein Fenster. Ja, wir gucken mal, also wir haben schon erlebt, dass hier welche im Haus waren. Mhm. Ja, ja, und das finden wir dann natürlich nicht so toll, ne? Nee, das ist wirklich nicht. Das ist doch so. Aber ehrlich, wir fahren halt hin und gucken. Ja. Na, es gibt halt andere, ne? Also wir gucken ja eher so nach schönen Fotomotiven und da gibt es andere, die gucken ja eher nach Wertsachen, ne? Ja. Ja, Leute, ihr habt es jetzt so halberlei mitbekommen. Wir durften jetzt einmal reingucken. Teile sind auch wirklich zu, wo er selber auch nicht reinkommt, weil die Türen einfach entweder total kaputt sind, klemmen oder keine Ahnung. Ja, und jetzt geht die Reise weiter. So, da sind wir auch schon wieder an der nächsten Location. Taco war hier schon mal, tatsächlich, aber wir... Wir wollen keinen Besuch. Ja, okay. Okay. Wo? Ja. Jo. Okay, hat sich auch schon wieder erledigt. Ach, herrlich. Ja, Leute, so läuft das. Jetzt sitzen wir wieder im Auto und ab, Kamera? Ja, sehr ab schön. Zur nächsten Location. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Ey, das ist lustig. So, bis gleich. So Leute, nächste Location. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt da reinkommen. Da ging ja heute schon gut los. Erstmal fährt Polizei vorbei, kommt der Besitzer. Ja, hat uns aber reingelassen. Ihr habt es ja so ein bisschen gesehen. Zweite Location, brüllt uns einer aus der Nachbarschaft an. Oh, geht schon richtig geil los, die Ostertour. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir jetzt hier ein bisschen mehr Glück haben. Das sieht aber noch schwer bewohnt aus hier, ne? Ist das dann schon oder ist das noch ein weiter? Das hier? Mit Blumen vor der Tür und alles?
Na Leute, ich bin gespannt. Das sieht jetzt nicht so lost aus hier. Vielleicht lieber noch mal am Boden gehen wegen dem Haus hier. Von hinten vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Nicht, dass wir jetzt hier gleich wieder von den Nachbarn weggeschickt haben. Na Leute, es ist auf jeden Fall schon wieder super spannend. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht hier. Ab durch die Büsche. Also wirklich Abo da lassen und das bloß nicht verpassen. Und ich würde sagen, wir verlassen das Grundstück jetzt wieder. Wir müssen irgendwie, hier vorne wird noch gearbeitet am heiligen Karfreitag. Schande über sowas. Ja, und gucken, wo es jetzt weiterhin geht. Und so langsam müssen wir schon unser Overnight-Spot mal ins Auge betrachten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schnell weg hier. Schönes Häuschen, ne, auf jeden Fall. Ja, Leute. Erste Location, die sich jetzt mal gelohnt hat, wo wir reinkamen. Da oben kommt der Stefan auch angerannt. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wo uns die Reise jetzt hin verschlägt. Wie gesagt, Overnight Spot müssen wir noch aufsuchen. Und ja, da kommt dann schon das nächste Fahrzeug hinter uns. Gut, dass wir gerade raus sind und gerade weg. Ja, und wie gesagt, jetzt erstmal wieder ins Auto. Und dann geht die Reise weiter. Auto hat jetzt direkt vor der Location gehalten. Haben wir echt mal wieder Glück gehabt. Ja, wahrscheinlich der nächste Eigentümer. Oh. Puh. Das war wieder komisch. Das war sehr knapp. Uiuiui. Ich wollte euch gerade Nachricht schreiben, haltet die Köpfe unten. Nachbarn rennen da ganz nah rum. Ja, der war hab ich auch schon gesehen. So, jetzt fahren wir mal dran vorbei. Alter. Ja, Mann. Boah, das waren die Eigentümer. 100%. 100%ig. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auf der Kamera gesehen habt, aber ich glaube schon. Wow. Ja, wir hätten jetzt mal kurz anhalten können. Nochmal. Feinste Sakkarisbreite, Junge. Wow. Ey, wirklich. Und gerade raus kommen die Eigentümer um die Ecke. Also, wir haben schon wieder hier. Alter. Wenn dir dein Bauchgefühl sagt, geh lieber mal raus und behalt das Ding im Auge. Ja. Wahnsinn. So, ich habe keinen Plan, wo wir jetzt hin müssen. Fahr erstmal hier aus dem Wohngebiet raus. Ja. Komm, ey. Oh, so, Leute. Wir sammeln uns mal gerade und dann geht's gleich weiter. So Leute, mittlerweile an der nächsten Location angekommen. Wir befinden uns hier an einem Wald auf jeden Fall und da soll sich ein Bunker drin befinden. Ich bin gespannt, was das ist und das ist ja schon wieder ein Mega-Video. Was haben wir heute für ein Pech, aber auch Glück gleichzeitig. Meine Güte, es kann nur spannend werden und zwar, da der Taco dabei ist, wird sowieso spannend. Und vor allen Dingen, wenn die Dunkelheit einbricht, dann wird es erst richtig spannend. Oh ja. So, jetzt haben wir aber erstmal hier ein bisschen Fußmarsch vor uns. Wenn man der Logik von heute folgen darf, müsste eigentlich der Eigentümer wir kommen, sobald wir drin sind. Ja, guck mal, da hinten kommen auch schon. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber da hinten kommen jetzt schon direkt Leute. Das Fahrzeug, was hier vorne steht, hat auf jeden Fall kein heimisches Kennzeichen. Vielleicht können wir die Leute fragen, ob die schon in dem Bunker waren. Ja, genau. Na, und mal gucken. Ja, bleibt auf jeden Fall dran, seid gespannt. Und ob es jetzt mal ein bisschen ruhiger weitergeht, weil bisher, ey, überall kommt der Eigentümer, die Nachbarn schreien uns an, die nächsten Eigentümer kommen, während wir gerade aus dem Fenster geklettert sind. Boah, meine Güte, ey, was ist das wieder für ein Video, Leute? So, jetzt sind wir hier an der Kreuzung mitten im Wald und das da vorne sieht mir aus wie, entweder ist das nur ein Stein oder so ein kleiner Schützenbunker. Nee, das ist einfach nur ein Stein tatsächlich. Aber hier ist ein Trampelpfad. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Das ist einfach ein Stein. Nee, ist ich dachte, das wäre wie so eine Betonglocke, weißt du? Ja, so ein kleiner Schützenbunker. Ja, ne? Genau. So ein.
vor allem hier direkt auf der Ecke von diesem Weg. Ne? So aber Felsen. Jetzt mal ohne Scheiß, hier liegt ein Stein und da ist ein Trampelpfad. Liegt hier unter diesem Stein etwas versteckt? Nein. Geocache oder so. Ja, hatte ich jetzt gedacht, aber nein. Ja. Vielleicht gab es hier auch mal so einen Obelix. Ja, den hat doch hier irgendwer mal hinplatziert, oder? Ja, ja, der ist, glaube ich, nicht so gewachsen hier. Ne? Nee, ich glaube auch nicht, dass der hier gewachsen ist. Ach, Leute, es wird so schön. Und das ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang und es geht schon so ereignisreich los. Da kommen die nächsten Leute da hinten. Oh, ich liebe Bunker, ne? Vor allen Dingen dieses durch den Wald laufen und suchen, ey. Das ist so spannend. Findest du das auch? Ja, kann man machen, ne? Tja, gerade schon mal direkt jetzt hier vorbeigelaufen an dem Ganzen. Zumindest laut Taco seinen Kartenkenntnissen. Ja, wie gesagt, bei dem Stein, Taco, da war ein Trampelpfad, ne? Ja, ja, das da hätten wir wahrscheinlich auch schon lang gehen können. Ja. Aber es ist auch nicht ganz vorne an der Ecke, es müsste jetzt hier irgendwo sein. Bin gespannt, also ich sehe immer noch gar nichts hier drin. Hier? Außer geäst. Ja, komplett. Ja, nee. Ich glaube, da ist er. Da, da ist er. Da ist ein Hügel. Ah, ja, hier genau. Ich glaube, ihr seht es nicht auf der Kamera. Eiskalt dran vorbei gemädelt. Hier sieht gut aus, Taco. Schön sumpfig. Da hinten, da sehe ich doch was. Da hinten hinter den Ästen. Ja, bin ich echt mal gespannt, was wir jetzt hier drin. Wie groß der überhaupt ist. Das wird wahrscheinlich nur was Kleines sein, aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal mit. Das ist doch der 31 oder nicht? Der 33. Nee, der 27 hat einen offenen Eingang gehabt. Ah, okay. Und da ist das Ding. Ja, aber der ist zu tatsächlich, ne? Ja, der ist zu. Aber das ist 33. Ja, da haben sie so einen Lego-Betonstein rein. Es sieht aber auch nicht groß aus. Da hinten ist wie eine Rigipswand oder sowas. Ja. Also ein ganz dünner Aal, der würde hier wahrscheinlich durchpassen. Was macht Stefan, ne? Aber das sind wir alle nicht. Stefan? Ja. Erklär den Zuschauern doch mal, was du da gerade machst. Hast du gerade dein Würstchen gemolken? Hast du das auch richtig so mit Melkbewegungen gemacht? Ich mach das immer. So vom Körper weg? Ja, ja, immer. Okay. Mit Drall. Ja. Ja, die Drehung, die ist wichtig. Aber guck mal, hier sind auch... Ich kann dir aber auch mal empfehlen, die Hand an... Hier ist doch auch noch ein Trampelpfad, Leute. Man sieht es doch genau. Hier müssen wir noch gerade noch mal abgehen. Weil hier sind auch tatsächlich mehrere Bunker. Und wir stehen, glaube ich, gerade oben drauf. Ja, und da könnte so tatsächlich so um die 50 Quadratmeter haben. Ist gar nicht ganz so klein, aber wie gesagt, hier ist halt so ein Trampelpfad. Und hier ist ein Loch. Was ist das? Da geht es auch irgendwie, ist auch nur ein kleines Löschen da vorne. Da ist noch ein Loch. Das ist eine Belüftung. Und hier, das ist doch bestimmt der offene Eingang. Ne, das ist die 27 hier. Ich habe sie gefunden. Haha. So Leute, Bunker 27. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Taco ist schon drin. Und wir hüpfen mal hinterher. Oh, ein Budi da reinkommen hier. Wo ist denn die Treppe? Ja? Ja, lass dich einfach ein bisschen runterrutschen. Muss es jetzt eigentlich landen. Ja. Den Scheiß ziehe ich mir nicht rein. Oh, wir sind noch fleißig. So, stehen wir auch direkt auf so eine kleine Treppe. Ah, guten Tag. Servus. Ach, guck mal, das ist ein Tank. Ja, ich dachte eigentlich, dass das mit dem anderen Bunker nebenan verbunden wäre. Ja, hätte ich jetzt auch was gedacht. Ja, ein Hügel, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Kraftstoff- oder Wassertank ist. Ein Baujahr kann ich jetzt gerade auch nicht sehen. Vielleicht haben wir auf dem anderen noch ein Typenschild. Ja, aber auch hier ist das leider nicht erkennbar. Aber guck mal, eine Heizung hier unten drin. Hier nochmal so ein Wasserkessel oder sowas. Und hier ein dicker, fetter Sicherungskasten mit alten Schraubsicherungen. Ja Leute, wenn ihr wisst, was das hier gewesen sein könnte, und vor allen Dingen wofür, ich habe absolut keine Ahnung, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare.
Und ich würde sagen, Taco ist glaube ich auch schon wieder draußen. Wir gehen wieder raus. Hallo. Ja, aber wir sind bestimmt noch mehr, oder? Aber ja, ich weiß, das ist ja mit deinem Bauch eine Heizung an der Wand, ne? Ja. Keine Ahnung. Warte mal, wir sind rein. Der Tank müsste hier sein, ne? Theoretisch. Uns, ja. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ey. Wir sind aber der Meinung, das kann doch nicht alles gewesen sein. Auf Google Maps sieht man hier noch so Art. Ich weiß nicht, ob das noch mehrere Bunker sind oder so kleine Hangar irgendwie. Keine Ahnung was. Das gucken wir jetzt auch nochmal an. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen was. Und wenn nicht, dann geht's weiter. Und wenn wir was finden, dann seht ihr das jetzt. Überall immer so diese Baumdinger, die immer in so einem Viereck stehen. Ja, aber guck mal, das ist auch so ein bisschen erhöht da vorne. Ja, ne? Da könnten noch Bunker drunter sein, meine lieben Freunde. Gesprengt und dann haben die hier Bäume gepflanzt oder so. Ja, glaube ich fast nicht. Jetzt da wieder so runter und da wieder hoch. Ja. Wir sollten, guck mal, hier ist ein Trampelpfad. Ah! Wow. Nee, aber das, guck mal, das ist komplett gerade hier. Da ist mit Sicherheit was. Tja, ist halt die Frage. Manchmal kann man Glück haben, aber manchmal ist da halt auch einfach nichts mehr. Aber hier sieht man es ja auch wieder. Hier geht es wieder hoch, dann geht es wieder komplett gerade. Und genauso wie da vorne, wo wir gerade hergekommen sind. Und auf Google Maps waren halt auch immer so grüne Flecken genau an diesen Stellen. Aber da sind halt auch Bäumchen jetzt drauf gepflanzt. So Leute, wir sind wieder auf dem Wanderweg. Jetzt geht es erstmal wieder Richtung Auto. Und viel mehr haben wir jetzt nicht gefunden, wie die kleinen, bewaldeten Hügelchen da. Und ja, jetzt geht's zur nächsten Location. Trees are in green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. So Leute, und schon wieder die nächste Location angefahren und ihr seht, es wird schon langsam dämmerig. Ja, jetzt haben wir hier auch nochmal ein schönes Einfamilienhaus oder sowas in der Richtung, aber da müssen wir auch ein bisschen sneaky jetzt vorgehen. Da vorne kommen Leute auf der linken Seite. Ja, das ist hier falsch. Ah, Leute, es geht schon wieder gut los. Ah, herrlich. Bin mal gespannt, ob wir wieder so gut reinkommen. Durchs Gemüse. Ich hoffe, ihr seht überhaupt noch ein bisschen was. Taco war hier schon mal vor einem Jahr, hat aber die Speicherkarte verdödelt. Und ja, für ihn jetzt die zweite Tour. Der weiß halt, wo es lang und wo es reingeht. Da vorne sehen wir schon eine umgestürzte Wäschespinne. Ich bin ja gespannt. Soll super schön sein. Tür steht offen. Ja, aber wie gesagt, das seht ihr wieder in einem separaten Video. Also Kanal abonnieren, Daumen da lassen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir draußen sind. So Leute, hier drin, mega Location. Schaut euch das mal an. Seht ihr, wie gesagt, im separaten Video. Wir gehen jetzt wieder raus, haben uns die Bude angeguckt. Und ja, mega geil. Lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt schlagen wir uns hier wieder durchs Gemüse nach draußen. Und es geht weiter zum Auto und dann müssen wir so langsam mal den Überleiter vorbereiten und wir wissen noch gar nicht wo. So, ihr seht wahrscheinlich gar nichts, aber direkt hier in der Nachbarschaft ist noch ein weiteres Haus. Und bevor wir jetzt zum Auto gehen, gucken wir jetzt hier gerade mal rein. Die beiden sind schon da vorne. Die ist offen. Wo? Die ist offen. Drück mal. Herzlich willkommen. Jo Leute, das Nachbarhaus ist auch offen. Wir haben uns schon gesehen, dass es ja ziemlich lost aussieht, aber es ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel drin. Wir gucken uns das Ganze an. Ja, das war jetzt ein Zufallsfund auf jeden Fall gewesen. Steht auch nicht auf einer Karte oder sowas. Wir wissen auch gar nicht, ob da jetzt überhaupt noch was drin ist. Ja Leute, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht, es ist dunkel, wir sind in der nächsten Location. Wir machen eigentlich genau da, wo das letzte Video aufgehört hat. Wir sind nämlich gerade im Nachbargebäude. Oh doch, aber hier schaut ist die Küche noch drin. Hier ist alles leer. Ja, aber hier, Küche zum Beispiel ist noch drin. Mit super alten Geräten tatsächlich. Ne? Guckt euch das mal an, die Küche hier. Ihr seht, hier ist nicht mehr viel. Wir gucken einmal kurz durch.
trotzdem aufpassen mit dem Licht. Ja, hier ist die Baustelle. Ja, ich glaube, hier müssen wir aufpassen und flink sein. Guck mal, hier steht eine Sackkarre rum. Ja, das wird noch genutzt. Ja. Guck mal, die Katakomben von oben. Ja, mal ganz schnell einmal durchhuschen, wa? Ja, ganz schnell einmal durch. Boah, ist aber verwinkelt hier. Guck mal diesen Dachboden an. Boah, dieser Schrank. Boah. Der erzählt auf jeden Fall auch eine Geschichte, ey. Boah, heftig. Alter. Da drüben ist auch ein Boden. Ja, das ist aber groß, ne? Pferdezeug hier. Guckt euch mal hier diese Bücher da drin, wie gewellt die sind. Boah, guck mal hier diese alten Schränke, ne? Ja. Alter, die sind richtig cool. Oh, guck mal, kennst du das hier? Ist das, entweder ist das 3D. Nee, guck mal hier, das ist von so einer Eisenbahn. Die Häuschen. Taco, ich will dich ja nicht unterbrechen. Aber ich habe die Ostereier gefunden. Ah, die Ostereier. Die leuchten bestimmt im Dunkeln. Das ist frustrierend, ne? Echt? Weiß ich nicht, mach mal nicht weg. Du musst das Licht ausmachen, dann sieht man das, wenn dann gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, okay, doch nicht. Nee. Ja, okay. Aber schon cool, ne? Ja. Guck mal, hier auch über diese kleinen Modellhäuschen, ne? Ja. Der hat bestimmt mal irgendwie Modelleisenbahn gehabt. Ja, Modelleisenbahnzeug, ne? Hier oben nur noch Lokomotiven. Okay, aber ich habe hier irgendwie kein gutes Gefühl. Nee. Weil das sieht so aus, als wenn hier gerade irgendwie die Eier wird oder so. Aber guck mal, der Ofen hier ist mega, ne? Ja. Gut, alles klar, wieder ab zum Auto. Ah, so, wir waren gerade beim Restaurant zur Goldenen Möwe. Und jetzt brauchen wir ein Schlafgemach. Wir befinden uns tatsächlich an einer verlassenen Aral-Tankstelle. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist hier unser Overnight-Spot. Ist zwar direkt an der Bundesstraße. Das ist halt früh gefunden, weil wir mit dem Auto direkt hier vorfahren. Ja, das wäre noch geiler. Ja, so habe ich es mir nämlich auch vorgestellt. Eider, da ist. Ach! Drei! Wie sieht's aus? Ja. Hier ist noch hier geht. Am schadenfreisten. Ja, da vorne liegt ein Haufen. Also wir auf jeden Fall mal. Stinkt nicht noch Schimmel. Ja Leute, ich glaube, das wird sein hier. Gut, wir holen mal unsere Giraffel aus dem Auto und dann geht's gleich hier weiter. Ja, gespannt, es riecht hier nach Lack und Kraftstoff oder sowas. Verdünnung, keine Ahnung. Aber ich bin echt gespannt, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier irgendwie klar Schiff machen. Ja, und dann mal gucken, dass wir hier irgendwie einen Platz hinkriegen, wo die Isomatte glanz bleibt. Vielleicht werden wir den ganzen Müll hier mal ein bisschen wegräumen, ne? Du nein! Genau. Okay, let's go. So Leute, jetzt erstmal hier ein bisschen sauber gemacht mit dem alten Kopfkissen und den ganzen Müll hier weggeräumt. Jetzt bauen wir hier quasi unsere Schlafplätze auf. Ja, Schlafsack, Isomatte und jö. Ja, so Leute, guck mal hier. Schön die drei Damen von der Tankstelle, ne? Ja. Die nächtigen heute Nacht hier. Die drei von der Tankstelle. Ohne Scheiß. Geil. Ne? Also, besser geht's nicht, oder? Riecht hier ein bisschen nach Sprühdosenlack, aber ansonsten alles tutti. Wir haben gerade ein bisschen sauber gemacht, wie gesagt, jetzt im Kopfkissen. Ja, und dann würde ich sagen, erzählen wir uns gleich noch eine gute Nachtgeschichte und dann machen wir die Augen zu.